meine Zuckerhasen. Ich habe heute ein wunderschönes Haartutorial für euch. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr diese wunderschöne Frisur hinbekommt. Also bleibt dran! So, wir starten ganz easy. Ihr teilt die Haare in zwei Hälften ab. Ja, immer ihr mit euren Easy Tutorials. Und dann nehmt ihr euch auf der Seite, auf der ihr anfangen möchtet, eine Strähne. Okay. Und legt die obere Strähne immer über die untere Strähne. What the fuck? Dann nimmt ihr ein paar Haare dazu und legt die obere Strähne wieder über die untere Strähne. Ja, sagst du so einfach, du kannst es ja auch. Dann wieder ein paar Haare dazu nehmen. Was? Und die obere Strähne über die untere Strähne. Verhindert sich doch total. Und immer so weiter. Das geht überhaupt gar nicht. Und dann kordeln wir uns bis unten durch. Ja, wir kordeln uns durch, super. Immer wieder Haare dazu nehmen. Ey, das klappt nicht. Schön aussieht. Ey, ihr mit euren Tutorials, ja? Ihr sagt, das ist total einfach, aber es geht überhaupt gar nicht. Mein Gott, warum guckst du dir dieses Video überhaupt an, wenn du überhaupt keine Peilung davon hast, wie sowas geht, ja? Ich zeig das dir ordentlich und angemessen und du kriegst es nicht hin, du blöde Kuh. Ja, klar. Jetzt ist sie auch in meine Ohnmacht gefallen. Du hättest wenigstens noch auf Gefällt mir klicken können. Wann mache ich das eigentlich alles? Wie viele Finger zeige ich? Zwei, drei, fünf. Und ich habe doch gesagt, das passiert dir wirklich und es ist echt. Oh, das ist so krass. Sollen wir vielleicht was singen? Von mir aus. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Oh Gott.